So, herzlich willkommen zum neuen Video von Womo Adventure. Ja, ab jetzt wieder eigentlich praktisch live die letzten paar Tage bis heute. Ich bin wieder nach und ja, in Zukunft wird es vermutlich nur noch einmal die Woche ein Video geben, je nachdem was läuft. Okay, dann lassen wir laufen. So, ich bin wieder unterwegs auf der Autobahn jetzt von Dax, genau, von Dax aus kann man da auf die Autobahn fahren, 55 Kilometer mautfrei Richtung Bordeaux, und dann muss man wieder raus, und vor Bordeaux kann man dann wieder rein. So, ich bin jetzt rausgefahren, 3 Kilometer vor der Zahlstelle rausfahren, und dann fährt man eigentlich parallel zur Autobahn einfach kostenlos und fährt sozusagen diese Zahlstelle bis etwas vor Bordeaux, da kann man wieder rein. Bin jetzt nach Bordeaux, da vorne ist eine Baustelle, Spurverengung links, und die ordnen sich schon viel früher ein, bin ich mich gar nicht gewöhnt. Also bei uns in der Schweiz oder Deutschland wäre da jetzt links alles voll, bis man nicht mehr kann, aber hier, wenn ich so zurückschaue auch, sind alle schön rechts. Keine überholt mehr. Echt ein Wunder. So, ich bin gestern noch 40 Kilometer nach Bordeaux. Habe ich mich hingestellt. Wieder ein Stellplatz. Da war ich vor 2 Jahren schon. Weil der liegt direkt an der Autobahn in der Nähe. Muss man nur rausfahren, kann sich hinstellen. Und wunderbare Natur. Die Wölfe sind da hinten. Alles im Erkunden. Gibt es auch einen Teich und einen kleinen See. So, ich bin jetzt da in Angoulême. Habe ja nur 15 Kilometer von hier entfernt übernachtet. Dachte, jetzt fährst du da zu einer Mercedes. Beziehungsweise zuerst bin ich zu einem Tachografen-Service gefahren. Die hätten meine Geschwindigkeit, muss ich ja einstellen, die hätten das machen können, ja, wegen den größeren Rädern. Ja, die hätten das machen können, wollten aber an diesem VDE-Gerät gleich auch einen Service und alles pipapo machen. Über 500 Euro, und ich brauche das VDO eigentlich nicht, aber das kann ich nicht wegnehmen, weil halt die ganzen Datenaufzeichnungen über dieses Gerät läuft. Ja, dann bin ich zum Mercedes Truck eben in dieser Stadt gefahren, habe dann 2 Stunden gewartet, weil ein Herr, der zuständig ist, nicht da war. Der kam jetzt und der hat mir dann gesagt, ja, sie können es nicht machen. Irgendwann habe ich es dann verstanden, weil die Person nicht da ist, die einzige, die sowas machen kann, der sei krank. Ja, blöd. Jetzt, ja, schlimm ist es nicht, aber jetzt, ja. Die haben nur eine Person, die das machen kann, was nicht so gut ist. Sollte mindestens 2 können. Aber ja, jetzt ist es halt so. Jetzt, es eilt ja nicht. Ich mache dann wieder mal einen Anlauf, um den Tacho einzustellen. Ja, jetzt fahre ich mal weiter. So, diese Nacht habe ich hier verbracht. Ja, so halb in der Stadt. Ein kleines Wäldchen, gerade bei der Mercedes. Habe ich entdeckt, als ich zu Fuß mit den Wölfen ging. Und ja, jetzt fahre ich aber in die Industrie zum Einkaufen, und dann muss ich wieder ein Plätzchen suchen, wo ich 2-3 Tage bleiben kann, weil es eben Schnee kommt. Jetzt gehen wir da in den Wald spazieren. Wie geil ist denn das? Ich bin da in Frankreich im Aldi und keine Maske mehr. Die Leute haben keine an. Also, die Mitarbeiter zumindest, die Kunden, die meisten haben immer noch eine an, ist wohl Gewohnheitssache. Ich gewöhne mich nie dran, das kann ich gleich sagen, aber ich finde das cool. In der Schweiz ist das schon über einen Monat, und jetzt auch in den ÖVs alles aufgehoben, tipptopp, so kann es weitergehen. So, ich habe meinen Platz gefunden, geiler Platz. Gerade neben einem Fluss, ein bisschen Bäume, und da stehe ich, da hinten ist eine Gartenanlage und rechts ist eine Einfamilienhaussiedlung. Ja,
super Platz, jetzt bleibe ich hier. Sicher 2 Nächte mindestens. Und lass die Kaltfront an mir vorüberziehen hier. So, neuer Morgen. Und die Kälte hat jetzt auch mich erreicht. Ja, da ist Eis drauf. Aber das schmilzt jetzt, weil die Sonne geht schon wieder auf. Aber am Nachmittag kommen wieder Wolken, leider. Aber trotzdem schön hier. Ja, Leute, manchmal muss man stromaufwärts schwimmen. Man kann nicht immer mit dem Strom gehen. Weil manchmal ist das gar nicht die richtige Richtung. Hey, nur mit einem Bein macht er das sogar. Also, auch so geht's. Frankreich voller Gewässer. Ne? So, wieder ist ein Tag vorbei. Ich bin immer noch da. Ich bleibe jetzt auch sicher heute nochmal hier. Die dritte Nacht wird das dann sein, weil hier ist schön Wetter am Morgen wenigstens. Es ist zwar auch kalt, 0 Grad in der Nacht, aber ja, es geht. Wenn die Sonne kommt, ist es nicht so schlimm. Den Abfall, ich lasse euch ein bisschen mein Leben teilhaben, hier. Den Abfall, gelber Sack quasi hier, nehme ich mit, obwohl es da hinten einen Abfallkübel hat, weil ich tue das selber entsorgen. Da unten hat die Angie geschlafen und geheizt. Für die es noch nicht wissen, wird mit diesem Klima, jetzt ist schön 22 Grad drin, die stelle ich dann irgendwann mal am Morgen um 7 an auf 17 Grad, weil es kalt ist. Und dann stelle ich dann, wenn ich aufstehe, auf 22. Und die Energie, die sie jetzt gebraucht hat, die kommt natürlich wieder rein. Am Abend ist die Batterie wieder voll und der Platz hier ist wirklich super, keine App drin und das bleibt auch so, sonst wird der gesperrt, weil er klein ist und wirklich schön idyllisch. So, jetzt sind wir drin, unterdessen ist es draußen 5 Grad, drinnen schöne 23. Hier habe ich die Tür, Zwischentür zugemacht, damit ich nur einen Raum so hoch heize, der andere ist dann weniger. Das wäre eigentlich die Dieselheizung. Die brauche ich jetzt nicht. Die brauche ich echt nur, wenn es richtig lang kalt ist und keine Sonne. Ja, und da sieht man jetzt meine ganze Energie, die da reinkommt. Und bin bei 90%. Wunderschön. Und das wird dann voll am Abend. So, heute sind wir wieder unterwegs am Kanal da.
So, bin zurück von der Tour, guckt gerade das Wetter an. Hier ist meine Position, deswegen bin ich hier geblieben. Ihr seht, die ganze Schlechtwetterfront ist hier. Ich habe Sonne, ab und zu mal kleine Wolken. Ich muss hier rüber, genau hier nach Genf. Deswegen warte ich jetzt, bis diese Schneedings da vorbei ist. Und dann fahre ich weiter. Vermutlich morgen, mal schauen. Jetzt holt sie es nicht mehr. Ja, die hat sie alle geholt. Ui, ein Riesenbrocken. So, ganze drei Nächte bin ich hier gestanden und wir fahren jetzt weiter. Und die Hunde merken das schon und warten, bis sie einsteigen können. Oh, Schlüssel vergessen. So, voilà, so geht das. Kommt Angie. Hopp. Elegant, hä? Voilà. Ich tuckere jetzt so auf der N141, eigentlich auf eine Autobahn, mautfrei natürlich, Richtung Osten. Und draußen ist es immer noch kalt, 2 Grad, wow, aber ich heize ja. Hinten das Motor, Kühlwasser, über Wärme tauschen, das ist super. Kann ich hinten gleich auch den Zwischenboden heizen. So, ich bin auf der D951 und mache Pause da. Ich bin da ein bisschen in den Graben gefahren, damit ich einigermaßen gerade stehe. Ja, und die dürfen ein bisschen rumlaufen. Die gehen nicht weit, auch nicht auf die Straße. So, ich bin wieder 100 Kilometer weiter gefahren und dann einfach mal raus, habe da einen See gesehen. Jetzt gucke ich, ob der Zufall es will und ich einen schönen Platz finde. Ja, der Zufall will es nicht, da ist der See, ich bin wieder am Zurückfahren, der ist privat, alles eingezäunt, keine Chance. So, ich habe mein Plätzchen gefunden, wieder schön am Wasser. Die Wölfe haben Spaß. Ja, scheint Löcher zu haben. Ja, perfekt. Man hört zwar ein bisschen die Autobahn, die ist nämlich in der Nähe. Jetzt morgen soll sie schön sein. Vielleicht bleibe ich sogar 2 Nächte, mal schauen. Guckt euch die Isla mal an, die geht immer in Löcher rein. Extrem eng, aber das ist echt wie Maulwurf. Die Angie macht das nicht, weil, ja, ist ihr wohl zu eng. Jetzt kommt sie wieder raus. So, im Land, wo die Hühner noch guten Morgen sagen. Ne? Ja, wir fahren jetzt dann weiter. 2 Nächte bin ich da geblieben an diesem schönen Fluss. Und gestern in der Nacht war es ja -3 Grad, Wahnsinn.
Und ich bin froh, ist der Camper einigermaßen gut isoliert. Die Klima habe ich über Nacht laufen lassen, diese Nacht auch gleich auf 17 Grad eingestellt. Und es braucht gar nicht so viel Strom, ich glaube ein halbes Kilowatt, irgendwie so. Im Ganzen glaube ich ein Kilowatt über die Nacht, aber ich habe hier noch gekocht, ausgiebig. Ja, und sonstige Stromverbräuche. Also, perfekt. Das kann man natürlich nicht machen, wenn es eine Woche dauernd Minusgrade hat, weil irgendwann friert dann der Zwischenboden ein. Und, aber ich kann ja nur die Kabine heizen damit. Aber für das ist es toll. Und vor allem, es braucht keine Ressourcen. So, schon abfahrbereit. Das war mein Platz. Wieder mal ein super Platz. Schön am Wasser. Ich stehe extrem gern am Wasser. Keine Ahnung wieso. Es ist halt ein Element der Erde, das einem anzieht. So, wir fahren jetzt weiter. Mehr Richtung Osten. So geht das. Da kam mal die Frage auf wegen den Single-Bereifung, ob ich das wieder machen würde. Ja, ich würde es wieder machen, weil ich denke, es hat ein paar Vorteile. Der größere Umfang, den merkt man, gerade wenn man Offroad unterwegs ist. Es ist natürlich viel einfacher, Hindernisse dann zu überfahren. Dann das nächste ist, Bodenfreiheit ist natürlich auch größer. Oder wenn man in eine Spurrille fährt mit Doppelbereifung, dann ist das meistens, die Spurrille ist nicht so breit wie die doppelbereiften Räder hinten. Nachteil ist natürlich das Schlingern, er schlingert natürlich mehr, also hinten, wenn ich da ein bisschen so mache. Aber, ja, man merkt das schon, aber man gewöhnt sich dran, also mir macht das gar nichts aus, ich habe mich völlig dran gewöhnt. Am Anfang ist es natürlich eine Umstellung, aber ja, wenn man ja, nicht so ängstlich ist, dann glaube ich, dass man das gut schafft. Das hat viel mit der Psyche halt auch zu tun. Also sonst wüsste ich keine Nachteile eigentlich. Man hat jetzt 4 Reifen und ja, also ich würde es immer wieder machen, ich bin zufrieden. Ich habe jetzt auch Papier noch angefordert, dass das zulässig ist für mein Fahrzeug. Ja, also. Montlacon, das ist dann die nächste Ortschaft, die wir passieren. Und jetzt, ihr seht, da leuchtet die Lampe. Und zwar deswegen, weil ich schon lange ohne AdBlue fahre. Beziehungsweise er zeigt mir an, dass es keins mehr hat. Das ist hier. Jetzt wollte ich einfach mal testen, ob er ins No-Programm geht. Ich bin jetzt schon 600 Kilometer so unterwegs und bis jetzt läuft er alles normal und genau das will ich testen. Falls ich mal Not an Mann habe, wenn ich irgendwo in der weiten Welt bin, will ich damit nicht irgendwo stehen bleiben, wenn ich keine AdBlue mehr habe. Und bis jetzt bin ich 600 also gekommen, kein Problem. So, ich muss die Autobahn verlassen, um mautfrei zu bleiben. Jetzt passiere ich ein kleines Dorf, das heißt, glaube ich, Pizzuide. Ja, irgendwie spreche ich es vermutlich falsch aus. Ist auch schwer im Französischen. Ja, landschaftlich auch schön, he? Viel Grün, immer wieder mal ein Bauernhof. So, wegen Umleitung bin ich irgendwo außerhalb gelandet, habe gerade gesehen, Stellplatz ziemlich leer und da bin ich schnell hierher und habe geguckt, ob ich sonst noch einen Platz finde, bis jetzt nicht. Ja, vielleicht bleibe ich gleich hier. So, gestern Nacht hatte ich noch Besuch gekommen von diesem alten Mercedes Opa 508. Ja, eine Familie, die nach Spanien reist. Oh, das ist ein Teil, hey. Ein Mammutbau. Oh.
Der hat einen Durchmesser von etwa 1,30 Meter. Unten sogar noch mehr. Wow. So, ich habe schnell nachgeschaut. Das Dorf heißt Tirsur-Akulin. So, das müssen sie auch können. Ich auf der Straße und die zwei auf dem Gehsteig. So, dem alten Mercedes habe ich noch technisch geholfen und ich bleibe gleich noch hier, weil jetzt kommt 2 Tage Regen im Osten Richtung Schweiz bis etwa Samstag und ab Sonntag wieder gut. Deswegen bleibe ich hier, weil hier regnet es nur morgen und dann ist bereits wieder so halbtags Sonne. Und deswegen bleibe ich hier. Ich habe mich da schön in die Ecke verdrückt. Da unten ist ein Bach. Und ja, ich warte jetzt hier das schlechte Wetter wieder mal ab. Ja, ich bin jetzt also mitten in Frankreich immer noch. Und dann vermutlich Samstag oder Sonntag fahre ich dann weiter Richtung Schweiz. Und spätestens am Montag bin ich dann in der Schweiz, in Genf, und fahre dann da hoch in die Ostschweiz. Das mal meine Reiseziele. Osten sollte ich da sein, Kinder besuchen und so weiter. Ja. Noch was anderes wegen Stromverbrauch, also alle, die es interessieren, ich verlinke euch das da unten, da könnt ihr meinen Stromverbrauch und was ich an Solarertrag habe, alles detailliert rauslesen und ja, einfach draufdrücken, dann kommt ihr da auf meine Datenbank. Ja, okay, dann schön, wart ihr wieder dabei und dann, ja, wir hören und sehen uns wieder. Zumindest seht ihr mich, ich sehe euch nicht. Aber wenigstens schreibt ihr immer wieder fleißig Kommentare, was ich toll finde. Und ja, also, ihr dürft schreiben, so viel ihr wollt. Bei Fragen antworte ich immer, das wisst ihr. Okay, schön, seid ihr dabei gewesen. Und dann bis zum nächsten Mal. Daumen hoch.